Hallo und einen herzlichen Gruß sende ich heute aus dem Europäischen Parlament hier in Brüssel. Mein Name ist Arne Lietz, ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. Und ich kann leider heute nicht bei Ihnen und bei euch sein, da ich Sitzungen im Europäischen Parlament habe. Und freue mich deswegen sehr, nun über dieses Video einen kleinen Gruß zu senden. Und ich danke neben dem Pressenetzwerk für Jugendthemen und der Landeszentrale für politische Bildung, aber auch insbesondere euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Und ich gratuliere euch zur heutigen Buchpremiere von Luther, was läuft. Mit Freude und Interesse habe ich bereits lesen können, was ihr geschrieben habt. Und ich war begeistert, wie ihr Luthers Wirken und seinen Thesenanschlag für euer Leben und die Herausforderungen unserer Zeit in Verbindung gebracht habt. Und ich selber verbinde mit dem Thema Reformationsjubiläum 2017 sehr viel, weil ich einmal Referent bei einem Bundestagsabgeordneten im Bundestag für Sachsen-Anhalt war ab 2007 und dann vor einigen Jahren im Wittenberger Rathaus, wo ich zum Thema Reformation und was diese Themen und das Thema für uns heute bedeutet, lange gearbeitet habe. Diese Tasche begleitet mich beispielsweise auf all meinen Reisen und ich komme mit Menschen in der Bahn, auf dem Flughafen oder bei Veranstaltungen ins Gespräch zum Thema 500 Jahre Reformationsjubiläum und dass wir in Sachsen-Anhalt die Wiege der Reformation sind. Wussten Sie, wusstet ihr schon, dass diese 10 Jahre der inhaltlichen Vorbereitung bis 2017 als Lutherdekade bezeichnet wurden? Hier ging es zum Beispiel Jahr für Jahr zu einem anderen Thema, eben um die Frage, ob und wie die Reformation aktuelle Fragen der Religionsfreiheit oder Religionstoleranz oder das Thema Bildung oder wie die Reformation zum Thema Verantwortung für unsere heutige Welt in Verbindung gebracht werden kann. Euer Beitrag, dieses Buch, ist dabei sehr erfrischend und ein toller Beitrag und ich freue mich, dass ihr darin bejaht, dass es sich lohnt, sich sozial zu engagieren, sich für unsere Schöpfung, also für unsere Umwelt einzusetzen, die uns allen gehört und die wir beschützen müssen. Dass es wichtig ist, frei zu sagen, zu sprechen, was einem wichtig ist und was sich ändern muss, damit Männer und Frauen endlich gleichberechtigt sind. Alles Dinge, die auch unsere Arbeit hier im Europäischen Parlament beschäftigt und die wir täglich versuchen, in praktische Politik umzusetzen und die in meinen Augen echt überlebensnotwendig sind. Wenn ich und in andere Kontinente reise und dort Schülerinnen und Studenten spreche und höre, dass sie begeistert sind, dass man in Deutschland und Europa seine Meinung sagen kann, dass es ein Sozialsystem für alle gibt, dass es Krankenkassen gibt, dass man sich politisch und gesellschaftlich engagieren kann, ohne Angst vor Verfolgung zu haben, dann werde ich oft demütig und dankbar zugleich und freue mich, das hier mitgestalten zu können im Europaparlament. Ich hoffe, dass ihr zum Buch darüber noch viele interessante Gespräche führen werdet und auch viele Jugendliche damit einen guten Einstieg zu Fragen und zu Thesen, die ihr sozusagen vorstellt, bekommt. Vielleicht fahrt ihr einmal selber zwischen Mai und September dieses Jahres auf die Weltausstellung der Reformation in Wittenberg, wo die ganze Innenstadt voller internationaler und thematischer Pavillons sein wird und täglich spannende Veranstaltungen stattfinden. Genau zu den Thesen, die ihr auch beschreibt. Dort wird es auch ein Jugendcamp mit mehreren tausend Jugendlichen aus aller Welt geben. Und ich kann nur sagen, schaut vorbei, kommt vorbei. Herzlichen Dank nochmal an euch alle, an Sie alle, die daran mitgewirkt haben, dass dieses Buch erscheint und es ermöglicht haben. Und nun gute Vorstellung der Thesen und gute Gespräche heute. Beste Grüße nach Sachsen-Anhalt hier aus dem Europäischen Parlament aus Brüssel. Tschüss.